Moin zusammen, Hütte am Start mit Dying Light. Ja Leute, lange haben wir uns nicht gehört. Wir haben uns lange wirklich nicht mehr bei dem Spiel gehört. Ich glaube, einen Monat. Wir haben uns einen Monat lang nicht mehr gehört bei dem Spiel. Dachte mir jetzt mal so, wir können es mal wieder zocken. Ich habe wieder Bock drauf irgendwie, auf das Spiel. So ein paar Zombies zu zermetzeln. Ich war auch von Anfang an der Überlegung, ob ich erst mit Controller zocke, dann habe ich es gespielt und bin überhaupt nicht klargekommen. Da haben wir auch einen neuen Modus gemacht. Ja, hab mir einen neuen Wächter gemacht hier, der heißt Wächter. Oder Wachmeister, Wachmeister ist der Club, ja. Und der geht mega ab. Ist ein Polizeistab mit einem modifizierten Elektromodus auf Stufe 2. Und dachte mir erstmal, der muss dran gemacht werden. Und habe mich erstmal die ganze Zeit hier drinnen versteckt, weil ich erstmal, ich weiß nicht, bin mitten in der Nacht gespawnt und wusste halt erstmal nicht, wie ich die Nacht überleben soll. Und deswegen stand ich erstmal die ganze Zeit hier drinnen und habe mich erstmal hier versteckt, mehr oder weniger. Und versuche jetzt erstmal zu dem Bazar zu gehen und Asia zu finden. Oder Aziz, wie er auch genannt wird, der Typ. Es läuft meiner Meinung nach gerade auch irgendwie flüssiger, habe ich das Gefühl. Nach einigen Patches, glaube ich, es wurde ja sehr oft gepatcht, glaube ich, in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe. Und das freut mich auch eigentlich, muss ich sagen. Weil es halt, ich habe auch noch nicht die ganzen Combats raus. Lass mal gucken. Ah, so. Spring und E, alles klar. Ich muss es mal wieder komplett reinfinden. Wie gesagt, einen Monat nicht mehr gespielt. Die letzte Folge, die rauskam, war, glaube ich, sogar noch vor 2 Monaten oder so. Da habe ich mir eigentlich vorgenommen, Dying Light wieder öfters zu spielen. Aber jetzt habe ich wieder richtig Bock drauf. In letzter Zeit hatte ich nicht so viel Lust drauf. Habe dann mehr gestreamt, aber jetzt in der letzten Zeit, wo ich auch nicht mehr streame. Aber es wird sich alles wieder ändern. Es kommt, glaube ich, oder gestern ist mehr oder weniger ein Infovideo rausgekommen. Eigentlich heute, was noch rauskommen soll. Was noch nicht rausgekommen ist. Hier ist eine Kiste oder was? Mittel. Schloss knacken. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Erstmal hier wieder üben. Wir haben 20 Dietriche. Okay. Abbrechen. Schauen, dass hier ein Zombie kommt. Weil dann wären wir richtig am Arsch. Ja, klasse. Wir haben es immer noch nicht drauf. Ich weiß nicht, ob wir in die richtige Richtung drehen. Okay, hat man gerade. Wall in die Richtung jetzt hier so, oder? Ach Mann, ey. Jawohl, haben wir es offen. Wir haben es wieder drauf. Wenn wir erstmal, glaube 4 oder 3 Dietriche verbraucht haben. Messer, Hammer und eine Tasche. Wertvoller Gegenstand. Die können wir, glaube ich, alle verkaufen erstmal. Und wir werden jetzt auch uns erstmal auch zum Bazar begeben. Und mit Aziz zu reden. Wie man den Namen auch ausspricht. Ich weiß es nicht ganz, genau. Ich glaube, da drüben ist ein Spucker oder so, wie ich das gerade mitbekommen habe. Aber egal. Lass uns hier nicht anspucken. Wir sind Hütte der Runner. Okay. Was ist hier? Okay, befinden uns gerade in einer Sicherheitszone. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Aber anscheinend haben wir das mal hier erobert. Wo ist der Bazar? Was ist der Bazar da unten? Was ist der Bazar da unten? Ah, da leben auch Menschen, aber mein Ding. Hey, ich habe gerade eine Rabattaktion laufen. Wer bist du? Du bist Aziz. Hallo. Mich.
Was ist mit Assam passiert? Na, was schon. Ein gefährlicher Job, den ihr da habt. Also, ich habe alles hier, bis auf das Nitrophenol. Du hast also nicht alles. Ryan wird das nicht gefallen. Was soll ich machen? Der Bot hat letzte Nacht bei einem Unfall sein Auto geschrottet. Und das Nitrophenol ist im Kofferraum seines Wagens. Du wirst es also holen müssen. Das ist das allerletzte Nitrophenol. Es wird unmöglich sein, das Zeug irgendwo zu kriegen. Was für ein Wagen ist es? Weiß. Mein weißer Wagen. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Du willst das wirklich durchziehen? Ryan hasst es, enttäuscht zu werden. Du bist ja ein harter Hund. Solltest du das Ganze überleben, hätte ich vielleicht einen Job für dich. So ist schön. Ich renne von Job zu Job. Also gehen wir erstmal in den Tunnel. Das ist natürlich schön. Tunnel ist eigentlich totaler Mist, muss man ehrlich sagen. Ich hasse Tunnel eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Die Tasche können wir verkaufen. So, Kaffee können wir verkaufen und die Zigaretten. C, alle verkaufen. Jawohl. So, was hat er denn zum Kaufen? Ein Fleischhackemesser. Boah, mit 107 Damage, ey. Alter Schäde. Erstklassiger Baseballschläger. Das sind schon... Oh, Alter, eine Sichel mit 155 Schaden. Das ist ein Hammer. Das ist doch einfach zum Heulen, dass wir uns das gerade nicht leisten... doch schon leisten können, aber ich glaube, das Level noch nicht dazu sind. Ich glaube, wir kaufen... Komm, wir öffnen das mal. Muss ich erstmal eine Verschnaufpause einlegen. Das ist klar, mein Freund. Wir geben uns erstmal auch zu den Tunnel, was wir auch die ganze Zeit gesagt haben. Oder gerade mehr oder weniger den Job, den wir uns gerade gemacht haben. Der Typ macht das mal alle kalt, ja. Sehr schön. Sind jetzt ja erstmal wieder an dieser einen Brücke am Bahnhof. Müssen uns trotzdem erstmal irgendwie. Ah, die Waffe ist irgendwie nicht gerade das Wahre, oder so habe ich das Gefühl. Ja, dieser Hammer, das ist gerade wirklich nicht das Wahre. Leute, hab ich ihn gesehen. Abgeschlagen. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, Junge. Alter Schwede. Haben wir gerade unsere ganze Wut ausgelassen, ja, an den Typen. So. Ja, es wird jetzt häufiger, wie gesagt. Dying Light kommen. Definitiv, die Woche werde ich es überleben. Ich habe jetzt auch gerade nach den ganzen Dingen habe ich wieder richtig viel Spaß dran. Wieder ein bisschen zu metzen. Das ist so wieder so ein kleines, Anführungsstrichen, so ein sinnloses Metzelspiel. Was sehr ablenkt zwischen Rocket League und. Lol. So, die Waffe ist gleich kaputt, merke ich gerade. Und bin noch gerade selber in Überlegung, ob ich das überhaupt, diese Waffe wieder repariere. Warte mal, das war doch eigentlich, glaube. Ja, okay. Haben wir sie gerade repariert? Fürs letzte Mal. Was war denn das hier für ein Laden? Oh ne, eine Klinge, sehr schön. So. Ach, das ist hier der Laden, der explodiert worden, ne? Explodiert worden ist, oder? Chat doch nicht, okay. Oder? Doch, das ist doch der Laden, der explodiert ist, ja. Das ist der Typ hier. Ja, da lag ja auch noch eine Waffe, das wisst ihr auch ganz genau. Ich weiß nicht, was für eine Waffe. Ich glaube, eine Shotgun lag da. Ich glaube, das ist hier der erste Tunnel, oder? Kann das sein? Das ist der erste Tunnel. Das ist jemand, der brennt. Sehr schön. Wie konnten wir denn nochmal was werfen? Okay. Nee. Wie konnte man das nochmal werfen? Mit E? Ja, auch nicht. Mit F? Auch nicht. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie man es nochmal werfen konnte.
Schreib mich nicht so an. Oh, das Vieh kann doch noch so, oder was? Bleib da unten. Bleib da unten. Ich hab gesagt, du sollst da unten bleiben. Meine Güte, ey, lässt sich das immer nicht kapieren, dass ich nicht einfach unten bleiben können, mich einfach in Ruhe lassen können. Überleg gerade, wie ich den Mist hier werfen kann nochmal. Ey, balanciere ich nicht. Okay, wartet mal. C? Nee, C konnte ich mich ducken. Ja, es ist hilfreich. Ich muss jetzt mal wirklich gerade gucken. Steuerung. Nee, Steuerung nicht. Spiel. Ja, es ist ja gerade so eine Aufnahme wieder zum Kennenlernen. Es tut mir wirklich leid, gerade für die Leute, die sich denken, ey, du bist so ein Bob, wir haben es schon durchgeschaut, wir gucken es eigentlich nur wegen dir an. Ey, es freut mich definitiv, danke. Waffenwechsel, nee. Sichtfeld auch nicht. Weiter runter kann ich leider nicht, anscheinend. Ähnlich wäre es doch Steuerung, oder? Steuerung, na klar. Hm. Tastenzuweisung. F. Jäger. Das ist ein Pooch. Ellenbogenstoß. Okay. Heulen. Ah nee, ach, das ist was anderes. Korb, ne? Sonstiges. Spielermenü. Nicht zugewiesen. Warum ist das Spielermenü nicht zugewiesen? Okay, Kartenmenü, Spielermenü, Fertigkeitenmenü, T verfolgen. Aha. Waffenauswahl. Okay. Heil, nächste Waffe. Nächster Ausrüstungsstand. 2, 3. Okay. Ausrüstung benutzen. Ha. Alles klar. Mittlere Maustaste. Das ist schön. Jo, ihr dummen Typen. Geht mal alle da hin. Das ist schön. Ja, es nervt mich schon ein bisschen. Ich kann hier gerade nicht rüber. Kann ich die Lichtfalle auslösen? Ah, hier sind noch die... Ja, ich... Ich kenne mich doch blenden wieder aus. Ah, ich kenne mich hier blendend aus. Er lebt immer noch, das ist schon der Hammer. Der Typ, der ist hartnäckig. Weiß immer noch nicht, wo sein Problem ist, aber egal. Jetzt mal hier in diesen scheiß weißen... Ich hasse Tunnel, das ist höchstwahrscheinlich klar. Ja, in einem weißen Auto, ihr könnt mich alle mal. Okay. Kann ich den Mist hier auch irgendwie ausmachen? Okay, das Gift hat mich jetzt mal übelsten Schaden gemacht. Okay. Alter Schwede. Haber wieder für heilen, sehr schön. Steht aber auch keiner auf, das ist schon mal sehr schön. Ja, Leute, ich habe hier schon gerade richtig Respekt gerade. Okay, kommt schon mal ein Typ hier. Yeah.
Alter Schwede, Leute, ey. Da hat die Exkursion mich noch zurückgeschmissen. Ich weiß gerade nicht, wo die Kunden sind hier. Es sind ja gerade übelst viele Leute Geräusche kommen. Hier ist der Erste hier. Ist auch so Spaß schon mal. Bleib unten, nur. Bleib unten! Unten bleiben. Oder oben bleiben. Sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das so sozial ist und da unten geblieben werden. Muss mal gucken, wie ich zum anderen Tunnel komme. Also hier die andere Straße und dann da lang eigentlich. Ist klar. Hier die Straße entlang. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal schön auf das Auto. Ist ja schon schön runtergefallen. Alter, bin ich dumm, Alter. Sehr schön. Zigaretten. Kaffee. Sehr schön. Kaffee haben wir auch wieder am Start hier. Hier kann ich rein. Ist hier irgendwas Wichtiges? Irgendwas Geiles? Okay, die Tür ist verschlossen. Hier ist ein Spind. Da unten ist, glaube ich, ein Plastikteil. Und was hier oben? Süßigkeit. Sehr schön. Hier ist ein Buch. Ein Herd. Das müssten wir noch eigentlich öffnen können. Kaffee. Nee, Küchenkram. Oben sind irgendwelche Sachen und eine Blechdose. Sehr schön. Wenn es auch nicht das beste Material ist, was wir hier gefunden haben, The River Inside. Ah, alles klar. Haben wir denn schon mal geholfen? Ach nee. Ach, hier waren wir gerade eben, oder? Ach, hier sind wir gerade hochgesprungen. Aber wir haben irgendwie die Typen abgelenkt. Oder der Typ mag uns irgendwie nicht. Der will gerade irgendwie keinen Stress haben. Sehr schön. Arschwehr, nein. Okay. Wollen wir mal andere Seite? Ja, Schlösser knacken. Nummer 2. Ich glaube, ein schweres haben wir noch nicht geöffnet. Ich weiß es gar nicht. Wenn ich ein schweres mal geöffnet habe, könnt ihr es ja mal schreiben. Okay. Warte, Leute. Ja, easy! Leute, easy. Hab ein bisschen Geld gefunden. Kaffee gefunden. Schwer. Klasse. Ah, schon wieder abgebrochen. Ich würde ja gerne mal wissen, ob man das Schloss irgendwie beschädigen kann. Ich glaube, man kann wirklich nur seine Dietriche kaputt machen. Ein bisschen weiter nach dort. Jawohl, Leute. Ein Duellat. Was ist denn das? Gleich mal nachgucken. Was ist das Duellat? Duellat. Duellat, was macht das? Verbessert Handling und Schadenstufe 2 ihre Nackenwaffe. Alter Schwede, das ist gut. Jetzt, wenn ich mal irgendwann mal eine Waffe finde, eigentlich kann man so sagen, der Wachtmeister. Wachmeister, der war eigentlich relativ gut. Muss ich ehrlich sagen. Den feiere ich bisher gerade. Und den werde ich auch, glaube ich, mit dem Duellat verbessern. So, bevor wir ja auch noch schön zum Tunnel gehen, gucken wir erstmal hier rum und sammeln erstmal Zeug. Nägel haben wir gefunden. Ich habe gerade eine Sicherheitszone betreten. Alles klar, das ist das Haus, was vorhin auf der Karte angezeigt worden ist. Müssen wir erstmal noch ein bisschen alles zurechträumen. Okay, das weg. Ah,
schauen hier. Erstmal rundherum gucken, ob hier irgendwelche Typen sind. Oder irgendwelche Viecher. Ich glaube mal, das war noch der humane Tunnel, als die Alarmanlage anging. So Leute, wir werden auch erstmal in der nächsten Folge sehen, was in den Tunnel abgeht. Die 20-Minuten-Marke ist wieder erreicht und wir bleiben auch bei dieser schönen 20-Minuten-Marke. Also wir hören uns beim nächsten Mal bei Dying Light. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal mit eurem Hütte.